Wenn Kälte und Regen einander begegnen, dann entsteht Eis. Alles erstarrt, jeder Wassertropfen wird hart, alles Leben erstirbt und schweigt. Kein Baum mehr neue Blätter treibt. Jetzt ist es kalt, finster und leer. Das Eis, es drückt so hart und so schwer. Du kannst mit dem Hammer das Eis zerschlagen, wirst aber immer nur Eisbrocken haben. Es bleibt das Eis und es bleibt kalt und macht auch vor dem Tod nicht Halt. Nur bei einem, da bleibt's nicht bestehen. Durch Wärme muss das Eis dann vergehen. Und mag der Brocken noch so groß sein, unter den Sonnenstrahlen wird er klein. Er zerfließt, zergeht und löst sich auf, und das Eisbächlein nimmt seinen Lauf. In wie vielen Herzen ist es eisig und kalt? Hart sind sie, ob jung oder alt. Haben wir da nicht viel zu tun? Wir sollten nicht rasten und auch nicht ruhen, wir, die wir die göttlichen Gaben, die Sonne der Liebe erhalten haben. Wir können entscheiden, wie wir wandeln. Entweder so, wie der andere handeln, dann wird die Kälte bleiben, das Eis nicht vergehen. Oder wollen wir Gottes Wunder sehen? Dann müssen wir die Liebe und Güte von ganzer Seele und ganzem Gemüte weitergeben an unseren Feind. Und er wird verwandelt, vielleicht unser Freund. Das ist das Wunder, das Gott durch uns schafft. Das Eis muss schmelzen, es hat keine Kraft.